Mach aus 2-1. Ja, wie jetzt? Was soll denn das, Mensch, Leute? Ich hab doch... Ja, von hinten auch noch. Hey, das hat ja noch funktioniert. Also müssen wir fast... Also eventuell 200 bekommen. Uiuiui! Das war einer zu schnell, einer zu weit. Sackgasse! Und der kriegt da immer einen Dude an der Hand, wa? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir in den Kabin, einen Tag nach der Horde. Ach du Scheiße, was war das gestern? gut. Wo fangen wir an? Ich würde mal sagen, reparieren braucht man nicht. Ist scheiße, braucht man nicht. Habe ich mich schon gemacht. Haha. ich habe jetzt hier hinten schon ein bisschen weiter gemacht. Ich hoffe, dass das so funktionieren tut. Ich habe das jetzt hier ein bisschen verbreitert. Er wird schon durchschießen, hoffe ich. Denn ich brauche mehr Waffen. Ich brauche noch eine Waffe hier oder so. Und vor allem, ich brauche einen zweiten Raketenwerfer. Oder mehr Munition. Eins von beiden. Alle Beete wäre sehr willkommen. Willen? Was ist denn hier los? Knotenzunge oder was fängt jetzt schon an? Nee, und Strom brauche ich. Ich brauche ganz, ganz viele Strom. Beziehungsweise, dass das Ding unten voll ist. Und noch mehr gespeichert wird. Weil, wie gesagt, das hat ja eigentlich ganz gut hingehauen, bis dann der Strom alle war. Und dann musste ich hin und her rennen. So, was ist hier los? Warum kommt denn da kein Strom rein? Ich bin hier schon eine ganze Weile am Rödeln. Und rein theoretisch hätte da schon Strom drin sein müssen. Da stimmt doch irgendwelcher was nicht. Ich habe nichts abgeklemmt. Ich hab nichts kaputt gemacht. Nichts. Das möchte alle. Was ist denn hier los? Moment mal, ist das Ding nur an? Nee, das ist aus. Also es frisst keinen Strom. Da kommt Strom rein. Also irgendwas ist hier total kaputt. So, das geht darin. Habe ich den auch schon wieder nach unten verbunden? Das geht nach unten. Da ist was passiert. Ich hab da. Da ist Strom. Hä? Das hat doch eben noch angezeigt. Kein Strom. Jetzt kommt Strom rein. Oh, Alter, ich hab... Spiel! Lastet! Was soll denn das? Gut, das bringt aber auch nichts weiter. Wir brauchen noch mehr Strom. Jetzt weiß ich nicht, ob die beiden Batterien reichen. Ich glaube nicht. Also drei habe ich eigentlich. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich weiß das noch nicht ganz. Und außerdem, ich brauche hier auch noch was. Kann ich mir herstellen. Es fehlen mir Blätter. Willst du mich verarschen? Erst kann ich damit rumhandeln. Hau ab. Und jetzt nischt. Was soll denn bitte? So, warte mal. Ich brauche bitte? Sag mal, was brauche ich denn für den Jartenzeug? Für den Jartenzeug vor allen Dingen. Du bist ein Arschspiel. Ich sage dir. Och, Mann. Apropos Jarden. Leben die überhaupt noch? Nö, die sind auch kaputt. Wir haben alle kaputt gemacht, die Penner. Alle. Sag mal, kann man... Ich habe aber auch nicht gesehen, dass man die Gärten aufwerten kann. Das ist doof. Und wenn ich die Gärten hier aufbaue, dann sind die ja nicht relevant für die. Und ich habe hier einen Zaun. Das Ding wird annektiert. Ganz einfach. Gib mal her, das Ding. Ist natürlich auch gut, dass ich mit meinem ganzen Inventar hier gegangen bin. Ups, Entschuldigung. Ich baue die einfach hier hin. Und hoffe, dass denen das nicht auffällt.
Kleber. So, nennen. Nee, das nicht. Nein. Fast. Genau. Genau, Herr Dr. Kohl. Stell mal hier welche hin. So, die Tiefe. Mach aus 2-1. Wie jetzt? Steine? Na gut, wir kriegen nicht alles wieder. Ich kann das nicht aufwerten. Ich brauche Blätter und Steine. Ich muss die wenigstens erstmal bauen. Ich wollte eigentlich heute Entenjagd und so, ne? War da nie was? Aber das Spiel sagt mir mit einem Stinkerfinger, nö. Du tust das, was du immer machen tust. Du lootest, baust, lootest, baust, lootest. Junge, Junge, nee. Für das habe ich aber nicht unterschrieben. So, da bin ich wieder. Ich habe doch meine eigene Musik. Mensch, Spiel. Ich weiß auch ja nicht, warum das jetzt wieder aktiviert war. Achso, wegen das Update. Ja, ja. Das hat es in sich gehabt. Alt verstellt. So. Jetzt brauche ich noch ein paar Steine. Dann habe ich 2 Beete von 3. Das ist ja ein richtig geiler Tausch. Ja, vor allen Dingen, da waren doch bloß 2 Kisten da. Da fehlt doch die Hälfte. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel verarscht mich. Das bescheißt mich. Aber auf voller Linie. Aber hey. Wir sind ja nicht so, wa? Drücken wir mal noch ein Auge zu. Aua. So. Wie gesagt, also jetzt haben wir ja dann bloß mit Zombies zu tun. Hoffe ich doch. Und dann? Tja, denn? Dann sind sie wieder da. Die Riesen. So, da. Und da kann ich jetzt nicht mehr hinstellen. Aber wie viele Blätter habe ich denn jetzt gesammelt? 30. Wow! Das ist ja. Das ist ja Wahnsinn, ist das da. Na gut. Dann muss ich hier doch nochmal kurz Tabula Rasa machen. Ja, da müsst ihr jetzt durch, Leute. Tut mir sorry. Aber das ist ja nicht meine Idee. Das Spiel will das ja so, ne? Ich beeile mich ja auch schon so ein bisschen, ne? Aber ich gebe zu, ich bin generell, was dieses Spiel jetzt zur Zeit angehen tut, total in Stress. Ja, ich gebe zu. Ach, da bist du ja. Mensch, du wurdest schon vermisst. Ja, ein bisschen im Stress, weil nichts funktioniert richtig hier. Oder generell funktioniert zur Zeit bei mir nichts. Einfach den PC an ihn tut. Aber ein paar Besserungen gibt es ja. Wahrscheinlich habe ich das Monitorproblem gelöst. Das kommt nämlich jetzt zur Zeit gerade keine Ruckler mehr. Keine Dings mehr. Bildstörung. Ich habe einfach bloß den Kabel gewechselt. Und zwar von dem zweiten Monitor im ersten Rin. Und irgendwie lüftet. Jetzt müssen wir uns bloß noch einen Kopf drum machen, wie ich denn diese Abstürze hinkriege. Hier habe ich zwar keine Probleme mit. Also, ist zwar kacke, wenn das abstürzen tut der PC. Aber das Problem ist eher 7 Days. Weil komischerweise, da wird der Spielstand gelöscht. Ich weiß nicht wieso. Einfach mal so. Da stürzt der PC ab und 7 Days sagt so, klau dir erstmal den Spielstand. Ist hier nicht so. Zum Glück. Obwohl, ich habe ja jetzt auch so angewöhnt, dass ich mir wirklich da 2000 Spielstände anlege. Schon aus dem Grund, da wir jetzt in der Version 1.1.1.2 sind. Und die diese Lade- und Lösch-Dinger vertauscht haben. Ding jetzt? Keine Ahnung. Ladebutton! Mensch. Die haben sie jetzt vertauscht. Und wie gesagt, deswegen habe ich mir angelegt, dass ich aus Versehen, falls ich mal löschen sollte, dass es nicht so schlimm ist. Ja, ja.
jetzt, wie gesagt, das erstmal alles wieder zusammenkriegen. Ja, das kann was werden, wie gesagt. Ich muss dann auch kicken, dass ich dann eben halt hier noch Raketenmunition zusammenkriege. Weil ihr habt ja gesehen, die werden ja gebraucht. Das war ja letztes Mal, naja, schwierig. Achso. Brauche ich ja erstmal Fleisch. Ich brauche ja erstmal das kleine Fleisch. Da. Warum halten so. Gut, ich habe nie so viele Kanickel, wa? Warum kann ich denn eigentlich nicht große Fleisch auseinanderkloppen und daraus kleine machen? Der würde. Also in meinem Kopf macht es Sinn, dass ich große Fleisch zu kleine verarbeiten kann. Ich bin da nicht so ein Experte, aber. Das klingt erstmal logisch. Ich hasse das Spiel. Also langsam. Also Hass ist jetzt auch ein ganz schweres Wort. Aber macht sich gerade nicht zur Zeit beliebt. Bin ich bescheuert? Ich habe das doch gerade erst hergestellt. Ich habe mitgekriegt, dass es nicht so funktioniert. Ist doch gut, ich hab's mitgekriegt. Ich muss doch erstmal wieder hier hinkommen. So, ein bisschen Benzin habe ich ja noch. Dann kann ich das ja alles hier nehmen und reparieren und reinknallen. So, wie viele Pakete habe ich denn jetzt noch? Ist da noch was übrig geblieben? Bitte, 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 bitte. Alter, wie soll ich denn hier auf den grünen Zweig kommen? Ich renne doch schon wie so ein Depp. Jetzt macht der das da voll. Entschuldigung. So, ich kriege jetzt 3 Blätter. Für sowas. Gut, wenn ich jetzt da unten das laden könnte, wäre das natürlich besser. Dann würde ich auch ein paar mehr Blätter kriegen, ne? Also von logischen. Ne? Ja, im Nachhinein so, wenn man so überlegen tut, das wäre auch schon cool, wenn du einen Tag Zeit hättest. So, dass du wirklich mal ein bisschen was looten kannst. Und nicht ständig hier diesen Stress im Nacken. Wisst ihr, was ich meine? Einfach mal so einstellen. Oder so, dass jeder zweite Tag. Reicht doch vollkommen aus. Jeden zweiten Tag eine Horde. So wie es jetzt ist. Dann lass es richtig schön krachen. Aber du hast hier noch Zeit, um diese Sachen schön aufzubauen. Boah. Ja, nee, ist klar. Jetzt, wo ich im Menü kicke, kriege ich hier so eine kleine Gollum-Horde oder was. Und da kommt der nächste. Alter, ich krieg. Ja! Was soll denn das, Mensch, Leute? Ich hab doch. Ja, von hinten auch noch. Was soll denn das? Ey, Leute, wir müssen mal produzieren. Und der nächste. Oh, oh. Und da der nächste. Die nächste, sorry. Also, ich weiß, dass hier zwischendurch mal so eine kleine Wanderhorde kommt. Ist ja alles schön und gut. Aber doch nicht so dicht neben, nach der Horde. Sag mal, habt ihr sie noch alle? So, wo waren wir stehen geblieben? Achso. Es wäre doch gut, wenn du so ein bisschen Zeit hättest, um ein paar Sachen zusammenzubauen. Ne? So in der Art. Naja, ein paar Tage ist ein bisschen übertrieben. Aber ein Tag reicht doch vollkommen aus. Ein Tag Ruhe, Zeit zum Looten und zum Bauen und alle 2 Tage eine Horde. Vollkommen ausreichend. Ja, das wäre cool, wenn sie so ein Menü einfügen, so nebenbei, wo man das ein bisschen einstellen kann. Ist zwar denn nicht mehr original, aber ich würde trotzdem gerne machen. So, dass man sich auch auf ein paar andere Sachen konzentrieren kann. Ne? Ich würde das cool finden. Ich würde dafür unterschreiben. Und dann kannst du jeden Tag ein Blutfeuer machen. Schön. Ungehetzt. Einfach mal so. Baumeln lassen. Und den anderen Tag machst du eben halt Horde. Das täte mir gefallen können. Tun's.
Also dann würde ich mal sagen, wir machen uns mal schnell noch die Beete da unten fertig. Soweit es geht. Dass wir dann wieder ein paar Blätter bekommen. Und dann müssen wir... Ey, wir müssen unbedingt kicken, dass wir... wir kriegen ja jetzt dadurch eben halt Größe, Äste und all so was schöne Zeug. Damit können wir dann wieder Munition herstellen. Für die Katapulte haben wir ja noch ein bisschen was. Dann führen wir eben halt die nächste Horde wieder ein bisschen Gassi. Und sparen aber ein bisschen Munition. Und können dann nächstes Mal, wenn die Giants wieder da sind, volle Möhre. Volle Möhre, volle Breitseite. Ohne Wenn und Lava. Alter, ich brauche mehr Kleen, Größe, Fleisch. Jetzt habe ich 3 Stück. Jetzt kann ich ein bisschen was beheizen unten. Ist das schön. Gut, ich kriege jetzt ein bisschen Fleisch. So. Ein bisschen Fleisch muss sehen. Dann muss ich hier eben halt 1, 2, 3 Stück mehr aufbauen. Tut mir leid, Hase. Das Spiel wird ja so. Ja, und dann krieg ich auch ein bisschen Leder zusammen für die Truhen oben. Ja, es hat schon was. Es hat nie was. Es muss so sein. So meinte ich das. War falsch ausgedrückt. Sorry. Tut mir leid, Hase. So. Da brauche ich ja Villa Felsen. Und Villa diese... Nee. So. Ja, Inventar ist voll. Immer dasselbe. Mit dir. Ja, warte mal, das Eisen kann doch erstmal hier raus, ne? Ey, ich hasse das. Wenn ich davor stehe vor der Kiste, dann soll er auch die Kiste nehmen. So, die Bretter können jetzt auch wieder rennen. Die werde ich jetzt erstmal nicht brauchen. Die sind mich noch von vorhin. So. Gut, dann kannst du hier noch ein bisschen was herrschen. Nee, warte mal kurz. Achso. Muss ja jetzt erstmal warten mit den Blättern und so. So, Benzin habe ich nicht. Dürfte jetzt nicht sauten sein, ne? Das ist natürlich ein Problem. Hey, das hat so ja noch funktioniert. Also müssen wir fast. Also eventuell 200 bekommen. Gut. So viele dazu. So, die Sonne, die ist gleich weg. Das heißt, da wird kein Strom mehr produziert. Ah, wie gesagt, hätte ich genug Benzin, könntest du sagen, ach scheiß drauf, wir schmeißen mal ganz schnell den Motor an, den wir letztes Mal hingestellt haben und abgebaut haben, um ein bisschen Strom zusammen zu kreieren. Aber solange wir nicht Strom an Gros haben, brauche ich damit ja nicht erst anfangen. Fast nichts mehr drin. Dann müssen die 200 da erstmal drin, wa? Gut. Also, nicht gut, aber lässt sich jetzt auch nicht vermeiden. So, dann stellen wir ja schon mal hier eine ganze Menge her. Was geht? das wird alles gebraucht. Das ist alles. Das muss so. Es ist alles so, wie es sein muss. So, wie ihr sagt, bei der Ehen ist ja fast ja nicht raus, weil da ist nämlich dann der Strom weg gewesen. So. Ja, ich hab das doch. Ich hätte mal vorhin nicht den Teufel an der Wand malen sollen. 8000 kommen darin. Uiuiui! Ui, ui. Das war einer zu schnell, einer zu weit. Sackgasse! Und der kriegt da immer einen Dude an der Hand, wa? Hehe, du kommst hier nicht durch. Gut, wir sehen jetzt zwar nie was passt. Kommst du bitte mal wieder rum? Oder du gehst andere Seiten lang. Das kannst du natürlich hoch machen. Das kannst du halten wie ein Turnschuh. Oder wo ist denn der jetzt lang hier ran? Der Arsch. Da ist der Arsch. So.
Ich würde mal sagen, aber davon haben wir jetzt ein, zwei Stück, ne? Müsste eigentlich reichen. Na gut, ich könnte eigentlich noch einen hinstellen. Da ist ein... Hä? Da ist ein... Hä? Gut, dann reicht er denn doch nicht. Dann muss ich dann doch noch welche herstellen, aber ich glaube... Ist ja alles möglich. Komm. Das kriegen wir doch schon hin. Ist doch alles gar kein Problem. Glaube ich. Nee, das Jute will ich noch nicht. Ich will erstmal das herstellen. Ich komme gleich wieder. Bleibt mal da liegen, wo ihr seid. So, dann haben wir nämlich das fertig. Das ist dann schon mal ein Schuh. Wie gesagt, das, was übrig bleiben tut, kommt in der Munitionskiste als Ersatz für das nächste Mal. Muss ich den ja herstellen. Krass. So, was ist hier? Da ist noch. Da ist noch. Da ist noch. Alle gut. So, jetzt holen wir den Rest. Ja, das brauchen wir dann nächstes Mal nicht herstellen. Im besten Fall der Fälle. Ich habe keinen Schießpuffer mit bei, wa? Und ich musste der erstmal herstellen. Oh, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ein Master weg. Die nächsten stehen vor der Haustür. Ist schon grau und graus mit denen. Naja, du kannst mich mal. Schrei. Schrei, wie du willst. Das ist mir total... Das interessiert mich nicht. So, ich würde mal sagen, ich mache jetzt, wie gesagt, die Raketen scharf. 11 Stück haben... Inventar ist voll. Mimi. Und wie gesagt, dann gehen wir eben halt nochmal los. Nee, das ist falsch. Nochmal los und holen uns dann den Rest. Was munitionstechnischerweise an ihn tut. Was wir brauchen. Für uns. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Nicht. Oh, er stirbt. Nett von ihm. Ist das Arsch? Nee, doch. Doch ist es. Es ist Arsch und sein Kumpel. Naja, lassen. Lassen doch machen. So. Und ich hoffe, dass jetzt wirklich hier erstmal Giant-mäßig müssten wir ja ein bisschen Ruhe haben. Wenn nicht, dann könnte es ein bisschen problematisch werden, weil es nämlich sehr, sehr wenig. Ist nicht doll. Oh, Alter, könnt ihr mal abhauen? Also nicht ihr, sondern die Untoten. Alter, da kommt die nächste Traube. Ja, Siggi. Kein Problem. Wir haben alle Zeit der Welt. Kommt vorbei. Bin für euch da. Ja, komm. Beschädigt die Fallen. Ist kein Problem. Ja, Kaka. Oh. Er hat's gehört. Ja, ich hab's verdient. Ich weiß. Ich hab's verdient. Boah, Alter. Und das ist der nächste Schrei. Gut. Ich will den nicht. Kann den mal eine abschalten? Bleib stehen, du Arsch. Du hässlicher. Dazu. Flieh, du nah. Da sucht sich die beste Pose aus. Was für ein Streber. Es ist ein Kotzer. Ein alter Kotzer. Armlos durch die Nacht. Kaka. Gut, Leute. Ich würde mal sagen, das sollte erstmal für heute gewesen sein. Wir müssen morgen unbedingt sammeln. Da unten sind die nächsten, wa? Ha! Beschäftigt euch alleine. Wir müssen denn die nächste für uns Munition sammeln und dann geht's weiter. Also wir müssen jetzt Eisen farmen. Wir müssen Öl, Benzin. Also Öl und dann Benzin. Und das schnell. Am besten gestern. Genau. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich schaue euch an in die Schrauben.
und macht euch einen schönen Tag. Bis dann, ich bin raus. Tschüss.